So, dann wollen wir mal alles durchsuchen hier. Die Pflanzenkiste. Here is a list of the stolen plants. Ah, okay. Alles klar. Do not touch. Mhm. The plants were here. All of them were stolen. Oh nein, Watson läuft mir hinterher. Der steht mir doch wieder dann dreimal im Weg rum. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Ich hab da was gefunden. The traces are thinner in some places. Okay. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Okay. The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. Soil. It should have come from a flower pot. Soil. It should have come from a flower pot. Fragments of a flower pot. It fell down here. Okay, das ist alles so. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Könnte natürlich alles mit dem Herzinfarkt zu tun haben. Alles mit dem Herzinfarkt. Doch, könnte ja. The escutcheon was breached near the handle. Okay, aber hier ist aufgebrochen worden. The door was forced from the inside of the colonial collection room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the colonial collection. Blood. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Der Sohnemann hatte doch eine Verletzung am Kinn, oder? Sequenz zurücksetzen. Sequenz erstellen. Nein, Sequenz. Ach Quatsch. Zurücksetzen. Zurücksetzen. Nein. Oh Gott, ey. Tür aufbrechen ist 1. Topf umschmeißen ist 2. Beckenrand stürzen ist 3. Sequenz ansehen. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the colonial collection room. Okay. Panic. Or the door was locked. Was it an accident or a murder then, I wonder? I think we need to inspect the colonial collection. Ja, machen wir. Colonial Collection hier. Zack. Gehen wir mal inspizieren. Very strange. Half of the colonial collection is absent. Ja. Da liegt was. Oh je, Entschuldigung. This broken fragment was the result of a heavy blow. Mhm. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Okay.
hier ist ja noch mehr. Putzmittel. The smell is strong. It is a detergent. The smell is strong. It is a detergent. These windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly clean. Mhm. Der war da eingesperrt. Gut, bleibt jetzt nur eins. Autopsie durchführen. Machen wir. Aber erst gucke ich noch ein bisschen. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Okay. Ich will hier erst noch ein bisschen was gucken und finden. Vielleicht da pflanzen. Okay, gut, das war jetzt nicht so wirklich. Okay, gut, ich dachte, ich finde hier noch was, was mich bei meinen Ermittlungen. Aha. Und das bringt mir was jetzt? Nix. Okay, ich kann das nur öffnen oder schließen. Okay, dann lassen wir es jetzt mal offen. Obla, jetzt hat es sich gedreht. Gut, dann würde ich sagen, wir untersuchen mal die Leiche. Machen wir erst, führen Sie eine Autopsie? Ja, okay, dann machen wir das zuerst. Scotland Yard. Erst die Autopsie durchführen. Und dann mal schauen, was wir da herausfinden. Also das ist ja was, das könnte ich nicht. Also ich stand schon an einem offenen Sarg. Da wird der anders, ja. So, jetzt wo die fertig sind mit Labern. Also ich stand schon an einem offenen Sarg. Also das ist... Wow. Da wird der echt anders. Also mir zumindest. Dann das Gegenstände. An Mr. F. Wayne, Geschäftsführer der Druckerei Wayne & Sons. Werter Mr. Wayne, Ihre Plakate für die große Ausstellung in Kew Gardens sind wundervoll geworden. Allerdings ist es wohl nicht nötig, die gesamte Belegschaft zu erwähnen. Nur mein Name ist ausreichend. Montagne Dunn. Okay. A beautiful feather pen of a good make. Okay. Was ist das? A membership card for the London Crest Club. Okay. This watch is of great value. Also können wir irgendwie die Raubmord oder so, können wir das schon. Lass mich raus. Raubmord ausschließen. Also das ist wirklich Herzinfarkt gewesen. So von der Sequenz her ja, ne? Aber warum wurde dann... First of all, let us carry out an external examination. Ich soll doch jetzt nicht die Autopsie durchführen, oder? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Das kann doch nicht... Nee, ich schnipsel nicht hier rum jetzt. No redness, stings or bruises. Okay. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination, so that we can proceed with the autopsy. Oh nö, du willst mich doch verarschen, oder? Nothing suspicious here. There is an injury to the skull. Most probably caused by the fall in the Water Lily greenhouse. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. Mm-hmm. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Die Luft in der Lunge hat... Let us examine the internal organs. Oh nee, ich schnipsel jetzt nicht hier rum, oder? Okay, es macht Watson, Gott sei Dank. Ach, ja, natürlich.
The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Was ist los mit denen? Die sind alle am Saufen. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Mhm. Sag mal da, der Magen. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. The lungs are congested and edematous. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. Mm-hmm. Yes, it is murder. Yeah. You should inform Lestrade. Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No. We also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson. It is time now to open the doors. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Und das heißt, wir müssen uns jetzt verkleiden, oder was? Das müssen wir ein bisschen kombinieren. Dann war eingesperrt und er wurde vergiftet. Ja. Dann wurde vergiftet. Nachdem Montagne dann im Kolonialhaus eingeschlossen wurde, inhalierte er ein tödliches Pflanzengift. Warum nicht vorher? Das ist das, was ich nicht verstehe. Warum nicht vorher? Er wurde vergiftet und dann eingesperrt, oder? Ach, dieser Tisch. Finden Sie heraus, wer Mond ist, wissen wir. Untersuchen Sie das Gebäude in Kügern und sammeln Sie finden Sie die Pflanze. Okay, müssen wir uns jetzt als Gärtner verkleiden, oder? Wisst ihr was? Das machen wir einfach mal. Wir fahren einfach mal nach Hause, verkleiden uns als Gärtner und dann gehen wir dahin und arbeiten da ein bisschen. Vielleicht finden wir dann ein bisschen mehr raus. Finden Sie die Pflanzen, die nach der... finden Sie die Pflanze, mit der Montagne Dunn getötet wurde. Untersuchen Sie die Gebäude in Kew Gardens und sammeln Sie Informationen über Montagne Dunn. Finden Sie raus, wer Montagne Dunn ermordet hat. Okay, alles klar. Machen wir. Hoffe ich. Hoffe ich. Oh, was? Briefe nehmen? Lady Brackenstalls Dank. Oh, sehr geehrter Mr. Holmes, endlich habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst und schreibe Ihnen diesen Brief. Ich kann kaum in Worte fassen, wie dankbar ich Ihnen bin. An jedem schrecklichen Abend dachte ich, dass mein Leben ruiniert sei. Aber gleichzeitig fühlte ich mich auch frei. Frei von der Demütigung und Gewalt. Von den Fesseln, die mich langsam aber sicher verzerrten. Und schon bald werde ich einen Mann heiraten, der mich von Herzen liebt. Allerdings möchte ich seine Identität noch geheim halten. Nichts von all dem wäre ohne Sie möglich gewesen, Mr. Holmes. In ewigem Dank verbunden, Mary Brackenstall. Jetzt hatte ich gerade hier...
Hat die den vorher schon gehabt und musste den umbringen, damit sie frei ist? Oh nein, ich glaube, wir müssen uns diesen Fall nochmal vornehmen. Nach seltener Pflanzen Botanik suchen. Ach ja, Zeitungen? Nein, nein, hier, Forschungsberichte, Chemie, Gift und Toxine. Okay, Gift und Toxine, Verletzungen, Kriminalstatistik, Kampfsportarten, Zeichen und Symbole. Gifte und Toxine. Oh Gott. Eine Liste von der gestohlenen exotischen Pflanzen Kew Gardens. Diano Carnivorus, Kaline in der Florin. That is not the one I need. Okay, geht das schon wieder los? Ist hier irgendwas mit Digitales oder so? Ah, hier geht's noch weiter. Ha, keine Ahnung. Gehen wir mal zu den Enzyklopädien. Weiter, weiter. Enzyklopädien, Kunst und Architektur. Oder bin ich da überhaupt richtig? Das ist jetzt die Frage. Kunst und Architektur, Ökonomie, Technik, Geschichte, Medizin. Oh, Botanik, Botanik. Botanik, Medi Pflanzenhormone, exotische Pflanzen, giftige Varianten. Da ist es. Ha. Die Gemeinsamkeit dieser Pflanzen besteht darin, dass sie mehr oder minder stark giftig sind. Dianoea haben wir doch hier. Dionaea Carnivorus haben wir hier. Die Kalina in Florem. Wir haben die alle hier. Iblis. Okay, die Pflanzen, das ist Latein, das kann ich nicht vorlesen. Das tut mir echt leid. Aber jedoch können nur die ersten drei Pflanzen für Menschen gefährlich werden. Vor allem Florem Diabolus. Florem Diabolicia. Keine Ahnung, ey. Allerdings nur in bestimmten Bedingungen. Die Pflanze muss einer aggressiven Stimulation ausgesetzt sein, auf die sie mit den Schleudern von tödlichen Sporen reagiert. Here it is. Aha. Okay. Also, sorry, tut mir leid. Also, das ist ja... Ich kann ja hier schon das Deutsche kaum richtig lesen, weil ich nicht das lese, was da steht. Bitte verlangt nicht, dass ich das Lateinische lese. Das ist, das will ich keinem antun. Diebstahl und Mord. Der oder die Mörder könnten diejenigen sein, die die exotischen Pflanzen inklusive der tödlichen nach der letzten Ausstellung in Kew Gardens gestohlen haben. Bisher ergibt sich mir hier noch gar nichts. Null. Ja, es ist... Ich habe noch keinerlei. Keine Ahnung. Ich weiß gar nichts. Habe ich hier nicht als Gärtner irgendwas? Bandit. Bandit. Bauernkleidung? Nee. Morgenmantel, Seemann, aufgeknöpft, Freizeitanzug, dunkler Anzug, brauner Anzug, grüner Anzug. Ja, okay, gut, dann ist, ja, okay, gut. Ich dachte, ich müsste mich verkleiden, dass ich hier irgendwie als mich als Gärtner verkleiden kann oder so. Dann, sorry. Aber es war ja nicht umsonst. Alter Watson, du alter Spanner. Ey, Watson, du Spanner, ich weiß... Du hast aber auch einen komischen Fetisch. Ich weiß genau, was du dir anguckst. Ich habe da nämlich auch schon zweimal durchgeguckt. Also wieder Kew Gardens, weitersuchen. Tatort und mit den Leuten quatschen. Dann mal schauen, was wir so herausfinden.
Und somit ist eigentlich das, was ich anfangs gesagt hatte, hinfällig, dass der Sohnemann, er hat ja eine Verletzung am Kinn gehabt, was zum Kopf dazugehört, wie wir wissen, ne? Also ist nicht der Sohnemann gefallen, sondern wirklich der Vater, der vergiftet wurde und sich die Brust gehalten hat und das alles wie ein Herzinfarkt ausgesehen hat. Zumindest wir vermuten, dass sie die Angestellten. Und mit dem Kollegen reden wir jetzt mal. Mal gucken, was wir hier noch so rausfinden von ihm.